Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute geht es um Komponenten. Ihr seht, ich habe hier schon mal ein bisschen was aufgemacht, werden wir gleich genauer behandeln. Komponenten sind ein sehr komplexes Thema und wir wollen uns damit heute so ein bisschen initial zumindest beschäftigen. Wir wollen nicht alles machen, aber wir wollen zumindest mal damit anfangen. Okay, Komponenten sind sehr, sehr wichtig, denn es sind sozusagen die Grundbausteine, also die Mikrobausteine, aus denen ihr eure Anwendung zusammensetzt. Denn ja, wir haben hier jetzt eine Komponente, das ist die app.component.typescript, aber wir können so viele Komponenten erstellen, wie wir wollen. Und wir können auch mehrere Komponenten, ein Modul, wir können mehrere Module und so weiter und so fort. Also ja, ziemlich cool eigentlich. Was eine Komponente ausmacht, ist, dass sie immer einen kleinen Teil nur beschreibt. Also nicht wirklich viel, sondern da kann man dann eben daraus, setzt man dann die Seite zusammen. Also zum Beispiel eine Navigationsleiste ist eine Komponente. Und dann haben wir vielleicht noch eine Unterseite, ist eine Komponente. Und dann haben wir vielleicht noch einen User als Komponente und einen Spieler. Okay, das war der User, egal. Also solche Dinge sind zum Beispiel Komponenten. Und diese Komponenten haben hier jeweils ihr eigenes TypeScript, ihr eigene Spec. Die kann ich auch mal kurz aufmachen hier. Werden wir aber noch gleich ein bisschen genauer betrachten, beziehungsweise vielleicht nicht mal mehr in diesem Video. Wir haben hier eine eigene HTML und wir haben eine eigene CSS. So, und die HTML habe ich schon mal aufgemacht. Die CSS ist relativ langweilig, die ist einfach komplett leer. Genauso wie die styles.css übrigens, die ist auch, das ist der globale Style, der aber auch komplett leer ist. Der app.component.css-Style, der gilt nur für die Komponente hier. Das heißt, da hat man dann noch nicht das Problem, dass man irgendwie 50 verschiedene, 50 Mal sozusagen eine Sache überschreibt, sondern man hat eben hier den Style nur für genau diese Komponente. Der styles.css-Style hier unten ist für alles da. Okay, so, was wir jetzt hier drin finden, ist erstmal hier dieses addComponent, was übrigens importiert wurde aus Angular Core. Und hier Selektoren, Templates und Style-URLs. Und hier unten noch was, was exportiert wird, was, ja, was im Endeffekt nicht so besonders ist. So, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz diese, also bevor wir hier die Sachen behandeln, schauen wir uns mal kurz die index.html an. Die sagt uns nämlich hier erstmal app-root. Und das möchte ich, dass ihr das im Kopf behaltet kurz, denn wir finden das auch wieder hier bei den Selektoren. Das möchte ich aber gerade gar nicht eigentlich betrachten, sondern wir sehen hier eigentlich hauptsächlich, dass dieses Ding komplett leer ist. Da ist nichts drin. Und das macht mich so ein bisschen stutzig, beziehungsweise hat mich stutzig gemacht. Ich weiß ja jetzt mittlerweile, was passiert. Hier. Wenn wir das ganze Ding ausführen und uns den Code ansehen, dann sehen wir hier plötzlich, es ist immer noch komplett leer. Aber hier unten werden plötzlich Skripte eingefügt. Und diese Skripte machen alles für euch. Die fügen da auch den neuen Code ein. Also wir sehen hier auch nirgendwo solche Sachen wie, ja, der Inhalt von der kompletten App ist eigentlich leer. Also der Body enthält nur dieses App-Root und danach die JavaScripte. Aber hier sehen wir offensichtlich, dass sich irgendwas geladen hat. Das heißt, die ganzen Dinger hier werden dynamisch nachgeladen mit dem JavaScript, das hier eben unten drin steht. Und das JavaScript wiederum wird aus den Komponenten zusammengesetzt. Okay. So viel dazu, jetzt wisst ihr ungefähr, wie so ein Ding aufgebaut ist. Das heißt, hier ist eigentlich überhaupt nichts drin auf der Website, nur JavaScript. Ja, ist relativ übel übrigens, wenn man eine Angular-App schreibt und man hat einen Script-Blocker drin, dann läuft da relativ wenig. Ist mir ein paar Mal schon passiert, aber gut, man merkt es irgendwann mal. So, jetzt, warum haben wir hier also, oder wo ist der ganze Kram, den wir hier gerne hätten? Naja, der befindet sich in unserer Komponenten, wie gerade schon gesagt. Und das ist genau das hier. Wir sehen hier plötzlich ein Logo, also hier dieses Angular-Logo. Wir sehen hier die Links, that help you start, das ist eben das von der Webseite. Und wir sehen hier auch diese ganzen Links, die dann eben dorthin gehen und auf was die eben genau gehen. Und das ist ziemlich cool, weil ja, hier haben wir dann im Endeffekt genau das, was wir gerne hätten, sozusagen eine Unterseite. Wie gerade schon gesagt, eine Unterseite kann als Komponente realisiert werden. Ja, und hier kann man natürlich jetzt ganz gerne anfangen, irgendwas rumzuschreiben. Allerdings sehen wir hier oben noch komische Dinge, wie zum Beispiel geschweifte Klammer auf, Title, geschweifte Klammer zu. Das sollten wir vielleicht ein bisschen näher noch untersuchen, denn, hä, wo kommt denn das her? Ah, übrigens hier, div-style, da steht schon automatisch Center drin, aber das ist was anderes. Okay, wo kommt denn dieses Title jetzt her und was genau soll das sein? Naja, wir schauen nochmal kurz zurück. Welcome to App. Da steht nicht Title, sondern da steht App. Okay, suchen wir weiter. Wo kommt dieses App jetzt plötzlich her? Und da wird es plötzlich wieder interessant, denn hier in Export Class App Component haben wir schon exportiert, dass der Title gleich App ist.
Achtung, Titel malt in dem Fall nicht, was in der Überschrift steht. Das ist, oder was der wirkliche Titel der Website ist, das ist immer noch meine App 2. Das ist hier hart gecodet in die index.html. Das hat nichts damit zu tun, sondern es ist wirklich nur was von der HTML-Komponenten dann hier wirklich verwendet wird. Das heißt, wir können hier einfach in der TypeScript irgendwelche Variablen definieren, die dann später hier automatisch eingesetzt werden, wo wir es eben gerne hätten. Wichtig ist nur, dass der Name gleich übereinstimmt. Das heißt, hier muss Title stehen und hier muss auch Title stehen. So, und jetzt haben wir eigentlich schon das meiste hier irgendwie behandelt. Und zwar die Style-URLs, ja gut, die waren halt einfach leer. Das sind die CSS-Dateien, die ihr hier immer normalerweise verwendet. Also für diese Komponente. Und die Template-URL, das war die wir die ganze Zeit verwendet haben hier. Das ist im Endeffekt die HTML-Datei, die ihr, die Komponente sozusagen anzeigt. Das heißt, das, was man auch am Ende wirklich sehen kann. Und ansonsten haben wir hier noch diese Selektoren. So, was sind diese Selektoren und was bedeutet AppRoot? Erstmal, jede Anwendung hat eine sogenannte Hauptkomponente oder Englisch Root Component, deswegen hier Root. Und App bedeutet so viel wie Application, also Anwendung, deswegen Anwendungsroot. Also Anwendungshauptkomponente. Das wiederum heißt eigentlich nichts Besonderes. Man kann das Ding eigentlich in den meisten Fällen so nennen, wie man es möchte. Aber alle anderen Komponenten sind jetzt dieser Komponenten hier untergeordnet, weil die eben das Root-Element ist. Im Endeffekt, was hier normalerweise steht, ist ein Selektor. Und das meint wirklich sowas wie ein CSS-Selektor. Das bedeutet, ja, das ist tatsächlich der Tag, den wir hier definieren, der später unsere Komponente ausmacht. Das heißt, wir gucken hier mal wieder rein in unsere index.html. Hier haben wir ein AppRoot drin und die sind wirklich gleich, weil im Endeffekt bedeutet das hier bitte AppRoot-Komponente einfügen. So, und das ist die AppRoot-Komponente. Das heißt, da wird das ganze Ding eingefügt. Okay, und das ist wirklich sowas Ähnliches wie eine CSS-Komponente. CSS-Selektor, deswegen auch Selektor vorne dran. Weil die funktionieren auch ziemlich genau gleich. Man kann hier nämlich auch über CSS-Selektoren, also ganz normal sowas wie zum Beispiel Punkt meine Klasse oder sowas, also in dem Fall jetzt einfach ein Punkt, kann man tatsächlich auch Selektoren definieren, die hier diese Komponente als CSS-Klasse definieren und dann irgendwie damit verknüpfen. Was da genau passiert, werden wir uns noch angucken. Jetzt aktuell sei mal hier bloß gesagt, dass wir hier einen Selektor haben. Das Beste ist sowieso, wenn man hier diese Selektoren auf Namen definiert. Und ich kann mir jetzt hier einfach eine neue Komponente definieren. Machen wir dann noch ausführlich im nächsten Video, wie das genau geht. Aber ich kann hier als Selektor einfach meine -Komponente eingeben. Und dann haben wir hier meine Komponente und können das überall, wo wir gerade eben Bock haben, also überall in meinen Templates, in dem Fall haben wir nur ein Template, also hier App Component, und hier können wir jetzt einfach den Tag, wie habe ich es genannt, meine Komponente, können wir als Tag verwenden, um diese Komponente eben einzufügen. Also statt einem UL oder sowas, haben wir jetzt hier eben die Möglichkeit, meine Komponente als Tag zu verwenden und das Ding hier einzufügen. Und dann wird eben meine Komponente hier eingefügt. Achtung, das geht jetzt gerade absolut schief, weil das hier ist eigentlich die AppRoot-Komponente, und wenn ich AppRoot nicht habe, naja, dann kann ich hier auch die index.html nicht zufriedenstellen, weil die brauchen AppRoot, und deswegen muss das Ding eben gerade mal so heißen. Aber in den folgenden Komponenten könnt ihr das ganze Ding einfach so verwenden, und hier in den ganzen Templates, also das hier ist zum Beispiel ein Template, da könnt ihr dann diese ganzen Tags so verwenden, wie ihr eben die Dinger kombinieren wollt. Okay, und noch eine kurze Sache, man nennt diese Dinger hier mit dem Title, diese Richtung, wenn die Komponente sozusagen Informationen ans Template weitergibt, dann heißt das ganze Ding Property Binding. Während wenn die Komponente, und das ist eigentlich der Weg, den wir hier noch nicht sehen, den machen wir aber noch demnächst, wenn die Komponente oder halt das Template was an die Komponente zurückgibt, also an die TypeScript-Datei, dann nennt sich das ganze Ding Event Binding. Und ja, Event Binding bedeutet so viel wie, man kann Aktionen, die halt einfach passieren hier im Template oder generell die auf der Webseite passieren, kann man abfangen und an diese Komponente hier, das heißt ans TypeScript weitergeben. Dort können sie verarbeitet werden und je nachdem kann man eben einzelne Dinge verändern. Und das ist das, was eigentlich diese Flexibilität auch ausmacht. Ja,
Und damit würde ich mal wieder sagen, das war's für dieses Mal. Wir schauen uns nächstes Mal wahrscheinlich noch ein bisschen was in die Richtung hier an, weil das einfach, ja, das ist eins der wichtigsten Konzepte hier und das muss man irgendwie verstanden haben. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.